Ich bin mal gespannt, wie lange wir durchhalten werden. Ich hoffe, ich peile mal so bis Runde 30 an. Ich weiß aber nicht, ne. Wie lange würde ich... es variiert halt immer. Also ich hab's, glaube ich, bis Runde 45 oder irgendwie sowas rum. Am Ende habe ich alle 5 Schilde. Das heißt, ich hab's mal bis mindestens Runde 40 geschafft. Ne. Und das heißt, dass ich schon mal Runde 40 geschafft habe. Am Arsch sind die schon nah dran. Die stehen hier nur unten rum. So. So, hier ist noch so ein scheiß Trollsk mal weg hier, ey. Ja, komm, so. Mein Gott, so, jetzt haben wir nämlich schon voll. Jetzt können wir noch eben das Geld einsammeln. Jetzt haben wir hier, warte mal, wir machen mal eben. So. Damit die hier auch immer ein bisschen auf Distanz gehalten werden, das ist auch immer ganz wichtig. Das müsst ihr echt auch machen, wenn ihr das Spiel selber spielt oder euch es holen wollt. Immer schön auch auf die Distanz gehen. Dass die alle auf Distanz, nicht auf Distanz gehen, auf die erst auf Distanz gehalten werden natürlich. Jetzt sind ja wieder nur Bullshit, so, jetzt sind die Pioniere. So, jetzt habe ich nämlich den Fuchs hier ein bisschen geschädigt. Weil ich denke mal... Oh, ich denke mal, dass ein Fuchs sein soll, ich weiß nicht. So, und ihr merkt vielleicht auch schon, die kleinen Dinger, die sind überhaupt kein Problem mehr für uns. Hier, die verbrennen einfach. So. Oh, okay, gut. Das war gerade, dachte ich, schon relativ knapp, aber war dann noch nicht so. Warum auch nicht? So, komm. So, komm. Jetzt gibt's hier Geschnetzeltes, ey. So. Ja, und das, ich entschuldige mich, wenn ich ein bisschen ruhiger bin. Da das LP eigentlich überhaupt nicht fürs, dass das Spiel überhaupt nicht fürs LP gedacht ist, muss ich glaube ich nicht sagen. Aber ich dachte, aber ich mach's mal trotzdem. Einfach so YOLO und so, ne? Und ich überlege mir jetzt mal, ob ich hier vielleicht hier oben was hinbauen sollte. Dass die hier mal ein bisschen bearbeitet werden, um es mal sanft auszudrücken. So. 700, das heißt, wir könnten hier unten vielleicht auch mal was machen. Ja, warte mal. So, ich gucke auch immer, dass ich hier so viel wie möglich hinsetzen kann. So, und wir können weitermachen. Oh, jetzt kommt was Krasses. Es kommt Kugel und Kette. Und ein Feueroger. Feueroger ist eigentlich kein Problem, aber Kugel und Kette sind heavy. Die sind richtig heavy. Wow. Alter, fuck. So, Ogre ist tot. Kann man durch Eis ganz leicht bekämpfen. Aber Kugel und Kette, das ist, davon hat man richtig Respekt, wenn man die einmal kennenlernt. Aber gut, ist unten gelandet. Geil. Weil somit kann man sich nämlich die Distanz, die ich vorhin angesprochen habe, wieder zurückerlangen. Einfach dadurch, dass du die alle ein bisschen weiter runter haust. Moment, soll das mal alle hier hochkommen. Und wieder runter. So. Einer ist tot. Ah, fuck. Ich muss mal eben so, ne? Weil die bringt nämlich richtig, die Teile. Also wenn man das Geld dazu hat, sollte man auf jeden Fall da rein investieren. So, der ist auch tot. Ah, jetzt geh mal weg hier. Ach, da kommt, da war noch einer, warum auch nicht? So, noch einer. Ne, nur noch der da. Er wird immer wieder runtergehauen. Ja,
Ja, ihr habt gerade gesehen, Kugel und Kette, davon hat man richtig Respekt. Die sind einfach, die halten viel aus, machen extrem viel Schaden. Sind auch, aber nur in einem Add-on da, also wenn ihr euch das Spiel holen wollt. Also keine Angst, die kommen nicht vor, wenn ihr euch das Add-on nicht holt. Ja, doch, so muss es richtig sein. Guck mal, wir müssen mal hier, lass es so. Jetzt kommen aber die nächste Zeit erstmal keine mehr. Das heißt, wir können da dann upgraden und sonst alles ganz beruhigt machen. Was heißt ganz beruhigt, ne? Wie man es halt nimmt. So, komm. So. Und es gibt auch solche, die Pilze hier, die Spornpilze, die verwandeln Leute, also zu euren im Prinzip, um es mal so auszudrücken, dass sie dann eure sind, und die bringt es auch richtig, wenn du da mal einen richtig guten erwischt, weil du kannst zum Beispiel auch so eine Kugel und Kette aber für dich gewinnen, und die kämpfen auch natürlich für dich, die sind dann nicht einfach nur deine Seite und somit nicht mehr dein Feind, sondern die kämpfen dann auch natürlich an deiner Seite, und somit kannst du nicht nur anderen Feinden, anderen Orks schädigen, sondern, ne, jetzt komm, sag, mein Gott, sondern du kannst sie auch so mit an einer Schelle halten. Das heißt, Strategie ist in dem Spiel auch schon echt alles, im Prinzip. Also wenn du die richtige Strategie hast, dann musst du nicht mal richtig mit der Schrotflinte ballern können, dann, hast du im Prinzip schon zur Hälfte gewonnen, sagen wir mal. So, jetzt komm hier. Und zwar überlege ich nämlich mal, warte mal, so, ja, ja. Wenn wir das mal so machen, dann geht da für die Spornpilze rein. So. Ich guck mal, ob das gut ist. Ich habe noch nie ausprobiert, jetzt in meinen Offline-Runden auch. Ich guck einfach mal. Guck mal, hier ist ein Eisoger. Der ist auch, der ist kacke, weil den kann ich nämlich nicht mit Eis bekämpfen, sondern nur mit Feuer. Aber gut, die Oger halten generell nicht arg viel aus. So, guck mal, das kann ich nämlich hier nochmal eben. So. Haben wir unten auch mal nochmal Pilze. Weil, ja, guck mal, jetzt kämpft der nämlich zum Beispiel an meiner Seite. Ist zwar relativ schnell tot, weil das jetzt ein Scheiße-Typ war. Aber, ne? Er ist einfach an meiner Seite. Und allein schon die Tatsache, dass du das machen kannst, ist richtig geil, finde ich. So, der Eisoger hat nicht mehr allzu viel Leben. Und wird auch immer wieder runtergehauen. Das ist richtig geil. Oh, ein Heiler. Er muss sofort eliminiert werden. So, okay. Alter. Scheiße. Oh, oh. So, ich muss eben mal zum Portal. Ich muss mich eben heilen. Ich nehme die Heiltränke noch nicht, weil nämlich ab Runde 25 spawnen auch keine mehr. Ne? Das heißt, man sollte sich, wenn möglich, dafür aufbehalten. Warte mal. So, Eisoger ist dann endlich mal wieder tot. Weil wahrscheinlich wurde der tausendmal wiederbelebt, wieder geheilt. Also die Heiler sind ganz böse. Müsst euch merken. So, ob das jetzt was gebracht hat, weiß ich gar nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, ja. Ganz dämlich. Ja, ich würde sagen, ich mache eine kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns einfach wieder. Tschüss. So Leute, da bin ich wieder nach einem kurzen Break, bin ich wieder da zur Stelle. Wenn man einmal mal hier, ne, warte mal, so ein Ding vielleicht. Ja, was geht denn das? Warte mal, man kann nämlich hier in einem roten Ding mal die Reichweite sehen. Aha, komm hier oben. Warte mal, kann man das, ah, das ist ein bisschen blöd, weil du da Winkel und so scheiße ist. Aber müsste eigentlich, dann könnte man eigentlich doch hier so nach oben, oder? Überall. Hm. Schwierige Frage. Eine ganz schwierige Frage. Nächstes Mal ohne Spaß, was soll ich machen? Ich kann natürlich auch so ein Teil, oder so ein Ding machen, dass sie mal wieder zurückgebammt werden. Und ich mache hier mal was in der Mitte hin. So. Kaufen wir uns einen Bogenschützen, ja. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll wäre, die alle nach oben zu verlagern oder zumindest ein paar mal hier oben noch hinzubauen. Und ich glaube, das wäre sinnvoll. So.
Okay, damit ist die Theorie beendet. Ah. Ach genau, wieder neu. Die werfen so Granaten auf mich, weil die ganz böse sind. Ich sag hier noch ein Ogre, aber der ist schnell Kleinholz. Ah. Nein, ah, Granate weg. Ja, wow, der ist jetzt so ein Mini-Ding. Braucht doch keiner. So. Aber warte, wenn das so ein Grollnick-Grenadier zu mir gehören würde. Ah. Schade, okay. Aber so ein Ogre. Und den auch noch, den auch noch, den auch noch, Ogre. Komm, Ogre, Ogi. Verdammt, der bekämpft jetzt den anderen Ogre. Okay, dann muss ich den Ogre umbringen. Weil er möchte mich behalten, den Ogre. Hat ja super funktioniert. Scheiße. Oh, hi. Ich dachte, du bist tot. Alter, das geht hier voll ab gerade, ne? So. Weg hier, alles hier, ne? Wie, sie sind schon... Okay, gut. Ich dachte gerade, es war gerade, glaube ich, nur einer, der da irgendwie mal hier hingekommen ist über die Grenze. Wo er dann sagt, wir sind schon nah dran. Oh, kommt dann... Oh, geflogen. So. Nein, so. Ja. So, jetzt hier. So. Go, go. Oh, viel Geld. Ganz viel Geld. Oh, der ist an der Klippe. So. Kann man hier noch... Ist das sinnvoll? Ja, so, so wie zum Thema. Nein, du gehst da nicht rein. Danke. Wow, Alter. Scheiß Schuss. Ach komm, der gehört ja mir. Oh, ein gepanzerter. Warte, den locke ich hier raus. Den locke ich hier raus. Komm mal her. Komm her. Ja, Mann, der ist unserer. Der ist unserer. Der ist unserer. Okay, gut. Jetzt haben wir für ein paar Sekunden mal nicht so viel Monster an der Backe. Und ihr lasst ihn auch schön in Ruhe, ne? Aber ich glaube, der ist schon tot. Es ist zu spät. Oder der kämpft da hinten irgendwo, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und ich werde es auch niemals erfahren. So. Verdammt. Komm, ich krieg dich. So, jetzt. Lebt der Ogre noch? Der lebt sogar echt noch. Hallo. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich... Ah, okay, schade. Wer kommt denn da? Ach, so ein komischer Bergtroll. Ja, jetzt wird er gleich natürlich lange warten. Da hat er sich auch regeneriert. Das ist halt ein bisschen größer als die anderen Trolle. Und er kann auch nicht hinfallen. Und er trollt uns immer. So. Geht doch. Hallo, lieber gepanzerter Uga. Oh, Pioniere. Oh, da kommt Fette. Okay, der ist tot. Ah. Okay, gut. Gut. Der soll hier nicht in die Scheiße rein. Aber du sollst da rein. Ey, komm mal her. Nein, jetzt wurde da so ein kleiner. Oh Mann. Irgendwann sind sie beschäftigt, ne? So, Pioniere. Okay, gut, keiner mehr. Man sieht es halt nicht, wenn man so mit der Kante guckt. Dann kann man so ganz schnell tot sein. Boah, Alter. Oh, so ein scheiß Wiederbeleber. Okay, verdammt. Aber der ist in Längen nicht so schlimm, wie der da heilt. Weil der heilt, wenn der dann noch mit Kombination von Kugel und Kette kommt, dann ist Feierabend. So viel dazu. So, der Geldsack ist auch da. Ich weiß nicht, ob der geheilt werden kann.
Ich glaube nicht, weil Geldsack ist ja im Prinzip nur so ein Spielfeature. So. Immer wieder einfrieren und abknallen. Was kommt jetzt so ein Scheiß-Typ? Alter, erstmal den wieder zum einem anderen machen, ey. Das ist so krass, wie groß der ist, ne? Das macht mir Angst. Wobei geht. Was macht der denn da? Der macht gerade Dehnübungen. Alter. So. 2500 haben wir. Wir brauchen hier unten unbedingt Wasser. Wir brauchen eigentlich überall was, ne? Oder wir machen hier mal die ganze Fläche. Warte mal, wenn man so macht. Würde das denn passen, wenn man hier so 1, 2, 1, 2, 1, 2. Würde sogar echt passen. Das heißt, wir machen aber mal so. Guck mal, jetzt, wir machen nämlich erstmal die ganze Fläche. Das ist erstmal mein Ziel. Damit jeder schon mal mit einem gewissen Schaden reinkommt. Also gut, die haben natürlich allen Schaden, aber dass sie halt dann nochmal extra ne, Schaden bekommen halt. Mein Gott. So. Und jetzt muss ich das weiter so mal. Hier kommen nämlich jetzt Zyklopmagier und die können verfolgende Schüsse ballern. Die sind richtig krass. Ah, warte mal, wenn ich den Ei einfriere. Zum Glück haben die nicht allzu viel Leben. Aber die ziehen halt schon eine Menge, die Schüsse. Aber das Gute ist halt auch, dass sie dann schnell wieder weg sind, wenn du dich clever einstellst. Nein, verdammt. Scheiß du gehittet, egal. So, jetzt kann er sich nämlich hier zum Beispiel hinter verstecken, dann kommt der Schuss hier zum Beispiel auch nicht drum rum. Und ein Bogenschütze ist gefallen, aber ist mir egal. Oh, Kugel und Kette kommt. Ah, ich muss hier mal gucken. Okay, gut. Aber wenn ich einen Kugel und Kette zu meinem machen würde... Komm mal eben. Komm mal her. Ach, daneben nicht, dann stirbt doch. Mann. Weil wie hässlich die auch noch aussieht, ey. Das ist ja... So, komm. So, sauber. Richtig sauber. Wer ist hier noch? Ach, nochmal so ein Kugelnkette. Boah, die haben den ganz alleine gefinisht. Alter, wie krass. Warte mal, hier ist ein Pionier. Oh. Boah, Alter. Komm mal her. Ja, super. Soll woanders reinrasen, nicht in euch selber. Oder warte mal, kommt mal her, kommt mal alle her. Haha, geil. Ah! Scheiße. So. So, der ist dann auch mal Geschichte. Oh, hi. So. Die und dir. Komm, dich kriege ich. Dich kriege ich. Boah, ja, komm, fall in die Lava, fall in die Lava. Auch verdammt, egal. So. Und ich bin halt echt dabei, vielleicht zieht. Oh, ich muss hier schnell. Guck mal, jetzt auch was. Machen wir mal. So.